In diesem Video zeige ich Ihnen Grundelemente für die eurhythmische Gestaltung der Gebärde des O. Das O, die Geste des Umarmens, ist in seiner Grundform ein horizontaler Kreis, bei dem sich die Fingerspitzen leicht berühren. Da Sie die Arme, die Knochen, ja nicht biegen können, müssen Sie mit den Armen diese Kreisform annähern. Und je nach dem Bewusstsein, mit dem Sie das machen, ist der Eindruck, den man davon hat, mehr eckig oder mehr rund. Bringen Sie Ihre Hände vor die Herzgegend. Stellen Sie sich den Kreis, der das O bildet, so konkret wie möglich vor. Er liegt auf Herzhöhe, berührt das Brustbein und ist so groß, dass die Finger gerade vorne zusammenkommen. Dann fahren Sie mit den Händen diesen Kreis entlang, bis sich die Arme in diese Form biegen und sich die Finger vorne schließen. Wahrscheinlich werden Sie bemerken, dass Sie für diese einfache Bewegung, damit der Eindruck des O's rund wird, relativ viel Aktivität aufgebracht haben. Jetzt versuchen wir, die O-Gebärde ganz aus den Kräften des Herzens zu bilden. Schieben Sie die Hände mit den Ausdehnungskräften des Herzens in den Kreis. Aber irgendwann werden Sie merken, Sie kommen an ein Ende. Mit diesen Ausdehnungskräften können Sie die Arme nicht zusammenführen. Welche Lösung finden Sie, wie Sie die Arme und Finger trotzdem vorne zusammenbringen können, ohne willentlich Ihre Muskulatur zu betätigen? Manchen Menschen hilft es, wenn sie in dem Moment, wo die Arme da draußen sind, von der Mitte aus den Brustkorb weiten nach rechts und links und dann noch die Schulter hinten auseinandernehmen. Dann entsteht im Gegenstrom zu dieser Ausdehnung und dieser leichten Wölbung der Schultern ein zusammenschiebende Wirkung hier vorne. Halten Sie doch mal die Hände hier hin, vor sich, und dann dehnen Sie hinten aus und die Seite und dann merken Sie, ja, ich kann doch ausdehnen der Schulter und des Körpers. Und vielleicht sehen Sie, die Beine sind nicht steif und machen leicht mit, damit der ganze Körper aktiv sein kann, die Finger vorne zusammen. Jeder Vokal ist eigentlich nur dann ein Vokal, wenn er zum Schluss ganz von Herzkraft durchstrahlt ist. Deshalb versuchen wir jetzt noch einen weiteren Schritt und nützen dabei aus, dass ein Kreis ja nicht nur von seiner Linie und von dem Mittelpunkt gebildet wird, um den er sich dreht, sondern dass ein Kreis auch von seinen Tangenten gebildet werden kann, die dann seine Form bestimmen. Und wir gehen jetzt mit unseren Herzkräften hinaus in diesen Raum und verbinden uns mit diesem linearen Prinzip und lassen dann von dort her die Kräfte kommen, die in einzelnen Strahlen dann diese Hände zusammenführen. In der ersten Hälfte bewegen wir vom Herzen aus die Hände in den Kreis, dann gehen wir in den Umraum und lassen von dort das O fertig bilden. Und durchstrahlen so mit unseren Herzkräften, die vom Umraum aufgenommen werden, diese Gebärde des O.
Damit das O im ganzen Körper wirken kann, sollten die Beine nicht steif durchgedrückt sein, sondern der ganze Körper darf mitatmen. Welche Rolle die Beine und insbesondere die Oberschenkel und dann auch die Füße für das O haben können, zeige ich Ihnen in dem Video das O mit den Füßen. In welchen grundlegenden Kraftsystemen das O beheimatet ist und welche Aufgabe es dabei hat, um unsere schwingende Mitte zu bilden, zeige ich Ihnen in dem Video Licht, Schwere, O. Oh.